So. Die Musik kommt uns doch sehr bekannt vor. Ist das nicht die Goblin-Musik? Die Glücksrad-Goblin-Musik? Da hinten ist ein Schalter. Das sieht ein bisschen verschlossen aus hier. Es ist nicht verschlossen. Muss ich da hin? Wie ich denn da hin? Geh noch ein bisschen Schätze suchen, okay? Der Schalter wird... Auch wenn wir hier rauskommen, der Fluch wird mich niemals loslassen. Ich bin verloren. Ich höre jemanden kotzen. Wir nehmen mal vorsichtshalber den Dieb, falls hier doch irgendwo wieder eine Falle ist. Da hinten sind Orks. Könnten wir den vielleicht betäuben und für einen Trick benutzen, um uns an denen hier vorbeizuschleichen? Da hat wohl wer gefeiert. Au ja. Wie, die lassen uns hier einfach so rein? Ach, hier sind Menschen erlaubt. Okay. Na denn? Ach, weißt du was, Dark Raven? Du kennst den noch gar nicht. Achte mal genau auf die physikalischen Begebenheiten in diesem Spiel. Sie kriegt doch fast einen richtig guten Irish Dance hin, oder? Nur mal um so ein kleines bisschen ansatzweise den Humor dieses Spiels zu beschreiben. Sogar noch ein Mensch. Hier ist jener zusammengekauert. Okay, das sieht aus wie eine Falle, aber mitten in der Taverne wäre ein bisschen komisch. Ich kann auch mit niemandem reden hier. Hier gibt es eine Bibliothek. Nice. Das bei den Orks? Wenn ich in eine Falle trete, ist das dann mein Glückstag? Das klippe ich sogar selbst. Ich hab grad noch gemeint, hier in der Taverne wird doch keine Falle sein. Ja. Kurzgeschichte der Orkkultur. Wir haben beide. Nee, warte mal, ey. Venturianische Bibliothek. Vielleicht wieder ein Rätsel? Hab ich das... War ich hier schon mal? Weiß das nicht mehr? Ja, scheiße. Ich war hier schon mal. Was? Die Tür war bisher verschlossen. Ja, ich war... Ach, nö. Alles klar. Die haben wir schon erledigt, die Bibliothek. Ich habe mich schon gewundert. Aber interessant, dass man die nochmal nachträglich lesen kann. Vielleicht hat das später noch einen Sinn. War scheint cool zu sein. Auf jeden Fall. Ich dachte, du hast jetzt noch nicht viel mitbekommen heute im Stream, weil wir auf viel Zeit mit dem Kampf verschwinden. Was waren das in der Kneipe für Männer in Frauenkleidern? Hast du wohl schon mal gefragt. Ich denke mal, jetzt kommt wieder Humor. Aufpasse! Okay. War jetzt nicht so witzig. Ist auf jeden Fall ein Hebel, okay. Drüben ist eine Statue.
nicht dein Ernst. Darf ich einen Clip posten? Ja, klar, kannst du machen. Hast du es auch geklippt, oder wie? Darf nicht. Ich weiß, ich hab's gerade gesehen. Ich weiß auch nicht warum. Moment. Ich wollte sowieso mal längst speichern. Och du Scheiße. Ich hab Caps Lock wieder dran. Mann. Moment. So. Der 9. Stream schon. Kurze Laberpause, ihr Lieben. Ich rauche dabei sogar noch mal eine. Ich mach mal kurz in meine Nightbot-Einstellungen rein. Ihr Lieben, macht mir nicht nach mit dem Rauchtabak, nur gelbe Zähne und eine schwarze Lunge. Euch Minderjährigen ist das sowieso verboten. Und ich heiße das sowieso nicht gut. Ich weiß nicht, warum. Hä, ich hatte das doch gar nicht eingestellt. Dass das in dem Fall verboten ist. Für Follower ist es doch erlaubt. Von mit deinem Fall Follower, VIP und Abonnent? Sekunde. Geht gleich los. Regulars. Nee, nicht Regulars. Wo war es denn? Spam Protection? Ich mach Versuchskaninchen, schreibt die Janet. Alles klar. Müsste jetzt theoretisch wieder gehen. Probier's mal nochmal, bitte. Ja, jetzt funktioniert das. Da ist bestimmt keine Falle. Aua doch. Schöner Titel. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, wie gut du es getroffen hast. Mitkauert, okay. Lord Rennick schaut vorbei mit drei Leuten. Grüße dich, mein Lieber. Was habt ihr denn heute Schönes gestreamt? So, Sekunde. Gucken wir uns das mal an hier. Muss man zurückspulen. Hier ist sogar noch ein Mensch. Hier ist jener zusammengekauert. Okay, das sieht aus wie eine Falle, aber mitten in der Taverne wäre ein bisschen komisch. Ich kann auch mit niemandem reden hier. Hier gibt es eine Bibliothek. Nice. Das bei den Orks? Wenn ich in eine Falle trete, ist das dann mein Glückstag? Das klippe ich sogar selbst. Ich habe gerade noch gemeint, hier in der Taverne wird doch keine Falle sein. Ja. Kurzgeschichte okay. Der... Hast du schön getimed, danke dir, liebe Janet. Ich wollte mal gucken, ob das noch weit hier noch auseinander lag oder nicht mit dem, dass ich davor gesagt habe, hier ist bestimmt keine Falle in der Taverne. Aber hier, dann brauche ich den Clip selber nicht erstellen, wenn du das schon gemacht hast. Das ist Wunderbärchen. Der ist definitiv zugelassen. Das ist ein schönes Paradebeispiel. Und erstmal liebe Grüße an die Lord Rennick Zuschauer. Ich hoffe, du hast mir keine Bots mitgebracht, die sind nämlich heute extrem nervig. Nee, sieht clear aus. Sehr schön. So, sorry dafür. Musste mal kurz sein. Zisch. Ja, bei mir auch, schreibt er, okay. Bin mal fix eine rauchen, schreibt er. Okay, bis gleich, mein Lieber. Grüße auch an die Zuschauer von lieben Lord Rennick. Kennt man sich? Ist jemand dabei, den ich schon kenne? Oder die? Oder es?
Auch für euch macht mir mit dem auch nicht nach. Das ist eh eine scheiß Angewohnheit. Und es macht tränende Augen. Oh, Quatsch. Oh, stimmt. In ungefähr 10 Minuten werde ich vielleicht mal ein Telefonat führen, wo ich euch mit dabei haben möchte. Ich habe für sowas ein Talent, schöne Tipps zu machen. Ich finde immer die passenden Stellen. Ja, das macht auch voll Spaß. Ich habe so unglaublich viele Clips schon erstellt von Pixinaut und Zwebonaut. Das ist echt brutal. So, na gut. Dann heißt das jetzt anscheinend Rätsel lösen. Haben wir hier unten einen Hinweis. Was passiert, wenn ich den Hebel zuerst betätige? Wir haben ja gerade gespeichert. Nichts. Okay. Sound ist aber gerade ein bisschen brutal, ne? Ich gehe mal doch wieder ein bisschen runter. Mir darf man keine Steilvorlagen geben, denn dann mache ich mich auf die Suche nach der passenden Stelle. Sehr gerne, sehr gerne. Die Clips helfen mir ja auch weiter. Und ich stehe ja auch dieses zu meiner... Dieses Abenteuer ist langweiliger als ein Tag bei Hofe. Stehe ja auch zu meiner bescheidenen Trotteligkeit. Ich glaube, jetzt stehen sie wieder so wie vorher, oder? So! Na also, ich hab's ja gewusst, es gibt keine Unfälle. Gibt's hier drin Gold? Ja, auch nicht wenig. Und eine Brustplatte für den Dieb? Ungewöhnlich. Schutz und Kraft. Aha. Aber er braucht erst die Fähigkeit dafür. Okay. Regenerationsring. 2 Lebenspunkte pro Runde? Das ist nice. Und eine Leggings für die Magierin. Und wieder so ein komisches Ding, wo wir noch nicht wissen, was wir damit anfangen. Okay. Da. Nein, da? Nein, weg von meinen Taschen. Kann es schon tragen? Bei ihm wirklich Sinn? Kraft? Physischer Widerstand wird angehoben. Ja, okay, in dem Fall schon. Und Einschlag, dass er auch mehr Schaden macht. Ja, doch. Und eigentlich sind es seine Hauptfähigkeiten, Beweglichkeit und Kraft, ne? Von daher, doch, ja, gehe ich drauf ein. Zack. Haben wir wieder was zu verkaufen. Und jetzt noch die Leggings für sie. So. Schutz und Intelligenz. Intelligenz ist sogar ganz wichtig bei ihr. Weil je höher ihre Intelligenz ist, desto mächtiger sind ihre Zauber. Und sie hat noch gar keine Leggings an. Das sieht jetzt nicht anders aus wie vorher. Okay. Und dann hatten wir noch diesen Ring bekommen. Lange in das Blut des Trolls eingegossen, dieser Ring ermöglicht eine effektive Regeneration, um Kratzer und rissige Nägel zu heilen. Elfe oder Ogre? Ich weiß nicht. Bruder, Kumpel. Ich meine, er kriegt ja sowieso ständig auf die Schnauze, auf gut Deutsch. Ich glaube, es macht bei ihm wirklich Sinn, wenn er so einen Lebensring bekommt. Weil er hat schon sowieso sehr viele Lebenspunkte und dann ist er umso mächtiger, wenn die sich auch noch von Runde zu Runde regenerieren. Wenn auch nur 2, ne? Aber es kann schon zwischen Tod und Leben unterscheiden oder Bewusstlosigkeit und Leben unterscheiden, ne? Ja, machen wir so. Zack. Okay, was passiert jetzt, wenn ich jetzt den Hebel betätige? Ach, ich musste ihn betätigen, damit sich die Dinger drehen können. Ah, alles klar. Gut. Jetzt komme ich hier aber auch nicht weiter. Jogartenanbau. Ich muss da nach unten.
Ach, stimmt. Ich soll ja dem Gärtner helfen gegen die Rattenplage. Stimmt. Um danach wiederum allerwahrscheinlich eine Folgequest zu bekommen, dass ich ihm dann gegen die Spinnen helfen soll. Ich laufe gerade in die falsche Richtung. Entschuldigung. Oder? Nee, doch nicht. Alles gut. Ach, Moment. So. Okay. da hinten waren wir schon. Ich muss... Ja, wo muss ich denn? Ach, ich muss da durch sogar, wo ich gerade sagte, da waren wir schon. Sieht nicht nach Falle aus. Hi. Tag. Tschüss. Sag mal, kann es sogar sein, dass ich in dieselbe Falle schon... Was zum Teufel ist das für ein Abenteuer? Kann es sein, dass ich in dieselbe Falle schon das letzte Mal reingelaufen bin, die da in der Taverne ist? Was machst du eigentlich mit deinem Hamster? Du hast recht, Mo. Wir sollten uns noch etwas ausruhen. Jo, derselbe Text wie beim letzten Mal. Okay. Ja, Glückwunsch, hier kommst du noch nicht rein. Hier brauchst du noch einen anderen Hebel. Aber wo findest du den? Hier war bloß dieser Hinweis für das Rätsel. War hier nicht auch eine von diesen Statuen? Irgendwo hier in dieser Etage? Tja. Nö? Das ist ein langer Korridor. Was denn das jetzt? Fragt Isali. Das ist der Dungeon auf einer Höhe, mein Lieber. Und schönen guten Abend, danke. Dir auch. Hatten wir sogar ein neues Kapitel? Hier kommt, wir verkaufen wieder. Ja. 103, nice. Für die alte Tunika vom Dieb? Schon okay. Kann man so machen. Okay. Achso, hast du Tränke? Hab ich jetzt gar nicht geguckt. Ja, hat sie. Okay, wieder aufgefüllt. Sehr schön. Ich habe davon 46. Ich brauche davon... Oh, weiß ich nicht. 16? Nee, nicht 16. 14, dann in dem Fall mal 24. Wie viel kostet mich das? 500. Nee. 14? 14 ist schon annehmbarer. Ich spiele halt gerade eher Pathfinder. Defensiv besser. Definitiv besser als der erste Teil. Der Teil, der mich am meisten gestört hat, ist zum größten Teil raus. Okay. Wie gesagt, ich habe noch nie weiter reingeguckt. Jetzt sind es neue Pathfinder. Der Rubel muss rollen. Ich habe hiervon noch 49. Ich hoffe, diese Investition lohnt sich. Ja, die relativ häufig. Deswegen kaufe ich nochmal einen nach. Okay, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Ist denn bei dem Zwerg eigentlich die Bombe nachgefüllt worden? Ich gebe sie auf keinen Fall her. Nö. Dann füllen wir die mal nach. Warum wollen komisch, die Leute also nicht das... Was ist da drin? Ah, das ist mein Beutel. Das mit dem automatischen Auffüllen? Mal funktioniert das und mal nicht. Und wie ist das komisch? Vorsichtig mit meinen Büchern. Das ist mein Kram. Ja, kannst du mal sehen. Ja, mach ruhig. Wie kriege ich denn jetzt da unten die blöde Tür auf? Mann. Wir trafen den Bewahrer des Bergfrieds im Erdgeschoss. Anscheinend hat er Bedenken mit riesigen Maulwurfsratten. Es ist eine echte Invasion. Wir müssen auch die Schwärmer aus... wir müssen auch wie Schwärmer aussehen, denn er hat uns um Hilfe gebeten. Wir müssten in die Höhle unter den Kerker hinuntergehen, um Eierriesenspinne aus der Tiefe zu finden. Um Ratten natürliche Raubtiere vorzustellen. Alter, diese Übersetzung ist ein Horror. Pathfinder Kingmaker hatte tausende von versteckten Timern.
Das war zwar halbwegs realistisch, aber es zwang einen oft in Bosskämpfe, für die man hoffnungslos unterlevelt war. Echt, fandst du? Also ich habe mir das jetzt zu dreiviertel das Let's Play von Steinwand angeguckt und was mich persönlich da ein bisschen gestört hatte, war dieses wirkliche Micromanagement mit dem Königreich. Das dann wirklich alles zu timen, aber das mit dem Bosskämpfen? Man kann, soweit ich das gesehen hatte bei ihm, auch später wieder zurückkehren. Man muss vorher ein Savegame laden, dass man den Kampf nicht schon einmal ausgelöst hat. Dann gehst du halt doch woanders und kehrst später wieder, wenn du stärker bist. Das ging eigentlich reibungslos bei ihm. Oder er hatte die Kämpfe, die du meinst, nie abgegriffen bekommen oder nur durch Zufall und es war nicht auffällig, dass die dabei sind. Aber das finde ich dann schon fies, wenn es so ist, dass man gewisse Bosskämpfe unbedingt dann und dann irgendwie initiieren muss, ansonsten sind sie für immer nicht mehr machbar und so, das ist schon kacke, ja. So, aber wie zur verfluchten Axt kriege ich jetzt hier unten die blöde Tür auf? Ich habe dann den Trollkönig aufgehört, habe den nach X Versuchen geschafft, aber ich war nachher so gefrustet, dass ich das Spiel seither nicht mehr angefasst habe. Gott, der Trollkönig, das muss ich überlegen. Das ist schon ein kleines Weilchen her, dass ich generell das Let's Play wieder verfolgt habe, weil ich habe halt nicht die Zeit, wirklich jeden Tag eine Folge zu gucken. Deswegen nehme ich mir meistens so auf den Sonntagabend immer so ein bisschen vor, dass ich so ein, zwei Folgen gucke vom Steinwein. Von diesem bestimmten Let's Play. Auch erklärt. Ja. Ah, die Kombi aus der Magierin und dem Ogre ist auch wirklich genial. Trollkönig Monster mit Dauerhass und Two-Hitted deine Tanks und hat den Caster hinter. Kannst du bitte auf Deutsch reden? Ich verstehe kein Wort. Hinter sich. Der auch noch zu viel aussieht. Ach, du meinst diesen Gestaltenwandler, diesen Erzfeind, der sich dann als Trollkönig verkleidet, ja. Danach wird es erst noch richtig interessant, Salis. Ich kann es dir echt nur empfehlen. Ja, ich weiß, was. Ja, okay. Ich weiß jetzt wieder, an welche Stelle du meinst. Achtung, Spoiler-Alarm für die, die es nicht von mir wissen wollen, sondern lieber ein Let's Play sehen wollen von lieben Steinwein oder jemand anders. Das mit dem Trollkönig, ja, da wurde doch dann dieser komische Erzfeind, ich habe den Namen vergessen, dann zu diesem Trollkönig wird. Yes, ich kann Redden German very good. Alter, wie cool sieht das hier bitte aus? Das scheint ein Ork gefangen zu sein. Jetzt sag mir nicht, wir bekommen noch einen Ork als Gefährte. Wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute. Der weise Troll sogar. Stimmt, ist größer als die Orks. Moin! Oha, da ist ein Troll! Vorsicht! Überlass ihn mir! Ja! Warte, er ist angekettet. Schlagwug! Was hat er gesagt? Galunga! Ach bitte, wirklich der Ogre? Und was hast du, Pam-Pam? Wenn ich meinem Wörterbuch für Trollisch glauben kann, möchte er die Elfin essen. Gute Idee! Habt ihr sie nicht mehr alle? Manchmal muss man für das Team Opfer bringen. Schlagwug! Wir könnten ihm auch was anderes zu essen geben. Er kann uns am Arsch lecken, wir haben anderes zu tun. Ich möchte ihn schon füttern, weil wenn er wirklich ein weiser Troll ist, hat er vielleicht für uns einen Hinweis, wie wir eine Spinne besiegen oder an die Eier kommen oder was auch immer. Wir haben ja auch anderes Essen da. Und Bier und was nicht alles.
Was für ein Troll? Wenn es ein Internet-Troll ist, dann lass ihn auf keinen Fall raus. Der lässt sich nie mehr in Ruhe. Du, die Internet-Trolle hatten wir schon hier noch heute. Ist aber ein weiser Troll. Er spricht unsere Sprache. Du hast uns verarscht. Die Schreie sind nur für die Touristen. Was bekommen wir denn, wenn wir dir zu deinem Imbiss verhelfen? Ich kann euch Informationen geben. Bist du sowas wie ein Reiseleiter? Was für Informationen? Wie man zum Beispiel Stalkern ausweicht. Für unerfahrene und schlecht ausgerüstete Leute können die gefährlich sein. Dieser Fettsack ist ganz schön unverschämt. Überlebenstipps sind dem aufmerksamen Zuhörer immer willkommen. Meistens verstecken sie sich eh hinter ihrer Sicherheitstür, die nur durch eines ihrer magischen Amulette geöffnet werden kann. Ich glaube kaum, dass ihr zufällig auf sie stoßen werdet. Falls doch, machen wir sie fertig. Eine Tür mit magischem Schloss. Interessant. Hütet euch außerdem vor den Riesenspinnen. Ihre Anzahl ist komplett außer Kontrolle, besonders seitdem ich hier festhänge. Sie brüten überall. Ich verstehe. Mal sehen, was wir tun können. Danke. Hab ich da jetzt irgendwas verpasst oder wie zur Hölle sind die drauf gekommen, dass er unsere Sprache spricht? Kann ich hier nochmal anquatschen? Wie man zum Beispiel Stalkern ausweicht. Für unerfahrene und Okay. Ich bin jetzt so oft von Fallen getroffen worden, an Orten, wo ich nicht mit gerechnet habe. Hier rechne ich gerade sogar damit. Und finde keine Falle. Bist du ein Stalker? Gertrude. Oh, bitte, Mann, ich brauche Ihre Hilfe. Ich flehe euch an. Mein Ehemann wurde entführt und ich brauche Hilfe, um ihn wieder zurückzubringen. Er arbeitet als Steuereintreiber für die Genossenschaft. Eine Liebesgeschichte darf so nicht enden. Wir müssen ihnen helfen. Nee, der mietet überhaupt nicht. Er ist ein fetter, betrunkener Bastard, der mein Mitgift verprasst hat. Aber warum wollten sie ihn denn dann befreien? Er muss die Scheidungsdokumente unterschreiben. Ich will mein Geld zurück. Entführung ist ein schreckliches Verbrechen. Wir müssen diese Hinterwäldler vor Gericht schleifen und ihre Ärsche grillen. Die sehen ziemlich dämlich aus, aber hey, ich hab ja keine Wahl, wa? Wenn ihr ihn zurückbringt, werde ich euch reich belohnen. Ah, wenn es um Beute geht, ist das schon mehr nach unserem Geschmack. Wo sind diese Plünderer? Ich bin ihm gefolgt, damit er unterschreibt, als sie plötzlich da erschienen. Sie haben ihn geschnappt und sind durch diese Tür gegangen. Aber anscheinend gibt es eine Art Code. Ich konnte sie nicht öffnen. Verschlossene Türen sind der Fluch einer jeden bürgerlichen Gesellschaft. Besonders wenn der Dieb der Gruppe nicht mal das Türchen eines Adventskalenders öffnen kann. Nun ja, wir werden ermitteln und sehen, was wir tun können. Danke. Ich bin auch nicht geizig. Das wirkt ja auch hier raten haben, ja? Ist er? Ich latsch mir den ersten Tag den scheiß Latschen ab, weißt du, und dann kommst du hier um eine Ecke hier ran und machst mir noch während der Nebenquest noch eine andere Nebenquest. Und Isalis, was zur Hölle meinst du damit, dass sie so billig klingt? Hast du was gegen Berliner Akzent oder was? Hast du? Hast du? Kennst du? Hä? Love These Games, grüß dich, mein Lieber. Was machst du denn zu der späten Stunde noch hier? Hm? Bist du gar nicht mit dem Fenrir bei New World? Gut, ich denk mal, die Küste kriegen wir nicht auf, oder? Tja, das ist unsere Tür. Das hat eine seltsame Form. Ich vermute, das muss ein sehr spezieller Schlüssel sein. Wie speziell? Keine Ahnung, ich bin kein Einbrecher. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Fenrir Schwerzung, Gruße, mein Lieber. Grüß dich. Vielen lieben Dank für 8 weitere Wikinger, die du mir zugeschubst hast. Ist euer Langschiff denn schon im sicheren Hafen angekommen heute? Ich dachte, du streamst heute noch ein bisschen weit länger. Einfach nur Rieke, grüß dich. Abwarten. Ach, okay, Last These Games hat hier vorspioniert, verstehe. Und Lord Wenix hat sich da auch noch rumgetrieben beim Fenrir. Ist untergegangen. Grüßt euch, ihr Lieben. Nope, WN91, Nabend, grüßt euch. Freut mich, wundert euch bitte nicht, dass kein Alert eingeblendet wurde. Wir haben echt so krass mit den Bots heute zu tun. Deswegen habe ich die jetzt ausgeblendet und seitdem ist auch Ruhe. Kannst du mal schauen, ne? Seitdem ist Ruhe. Fertig, muss morgen früh raus. Ach, Mensch. Was macht denn der Jaten? Ich hätte einer Zwergengruppe beitreten sollen. Diese Langbeine sind doch kacke. So, jetzt ist die Frage. Ist hier noch eine Falle oder nicht? Man sollte immer seine Fluchtwege auf einer Karte vermerken. Hier ist irgendwo ehrlicher Diebstahl. Okay. Passt ja, weil da ist auch Riesenspinne. Das passt. Da tummeln sich die Harten im Garten. Jopp. Ich hau aber auch erstmal ab. Ich wünsch was. Mach's gut, Nope. Schön, dich mal kennengelernt zu haben. Vielleicht lesen wir uns später einfach mal wieder.
Der ist fertig, soweit er ja hat. Das ist schön. Ja, ich denke, der Zwerg kommt nicht hinterher mit den kurzen Beinchen. Ja, er hat auch im Kampf Schwierigkeiten mit den Distanzen.